So close! Ja, das war ja richtig knapp, richtig close. Und ich bin genauso close daran, meinen kompletten Verstand zu verlieren durch diese Videos hier. Und damit ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt's mal wieder die tägliche Dosis an Memes und random Videos, die ich gefunden habe, während ich so voll gefressen auf meiner Couch lag mit Kruste in den Augen. Viel Spaß. Falls ihr dachtet, dass ihr heute einen schlechten Tag hattet, es gibt noch ihn hier. Der Brie steht nur an seiner Bushaltestelle und wartet gerade auf den Bus. Junge. Fietspad hier. Dit is Nederland. Ik zou f***ing diep in het. Also ich verstehe die Sprache nicht, aber ich glaube, er hat irgendwas gesagt mit: Das ist die Niederlande, was ist das für Wetter hier? Und dann kam auch schon das Auto. Für mich sieht das hier ganz danach aus, als wäre er dieser Sohn, der ihn angespritzt hat. Schaut mal, hier ist die Busseinfahrt mit einer riesen Pfütze und dort kommt das Auto, was dann rübergelenkt ist, um ihn diesen Tsunami in die Fresse zu drücken. Das ist echt gemein, Mann. Was muss man für ein schlechter Mensch sein, um das einem Kind anzutun, was einfach nur auf den Bus wartet? Wenn euch das immer noch nicht gezeigt hat, dass euer Tag doch nicht so schlecht war, dann guckt mal bitte auf diesen kleinen Jungen hier. Sie feiern zusammen in der Schule mit der Klasse Weihnachten und packen ihre Geschenke aus. Und er bekommt genau das, was er sich gewünscht hat. Einen Roblox-Gutschein für Robux. Oh, wie geil ist das denn? Er ist der glücklichste Junge der Welt. Naja, so lange zumindest, bis er die anderen Geschenke sieht. Tut mir echt leid. Ich wäre genauso gebrochen wie er. Er hatte wirklich nur 2 Sekunden Freude und gute Laune, bis er dann die PS5 von seinem Homie gesehen hat. Für den ist Weihnachten gelaufen, Mann. Der wird jetzt heulen und die Roblox-Karte in den Müll werfen und seine Eltern hassen. Einmal ein dickes F an diesen kleinen Jungen hier. Das ist aber auch ehrenlos, die PS5 vor den Augen zu haben, obwohl er sie sich schon seit Monaten wünscht. Ein Freund von mir hatte heute seinen ersten Arbeitstag in einer Bierbrauerei. Mal schauen, wie er sich so anstellt. Kann ja nicht viel schief gehen, oder? Er ist am Arsch. Das war's mit seiner Karriere als professioneller Bierbrauer. Erster Tag, kurz Schaden und Verlust in Höhe von 100.000 Euro machen, dann gehen und nie wiederkommen. Das ist das Horrorszenario. Schlimmer geht's nicht. Wie er diesen Strahl ins Gesicht bekommt und wegfliegt, ist zu heftig. Der versucht danach irgendwie das Loch zu stopfen. Komm, lass es sein. Wieso willst du diesen Stock da reinstecken? Jeder weiß, dass es dafür nur eine Lösung gibt. Flex Tape is perfect for Marie. Tja, hättest du das mal am Start gehabt, wäre alles nur halb so schlimm. Dieses Video hier hat wirklich einen perfekten Cut. Es wurde an der richtigen Stelle geskippt. Eine Sekunde zu skippen hat gereicht. Der hatte kurz Internetprobleme im echten Leben, wie er da liegt im Beast Mode. Ey, zum Glück wurde das geskippt, ne? Ansonsten würde YouTube mein Video nehmen, mir wegnehmen, in die Tonne hauen und mich arbeitslos machen. Und weil es so schön war, hier gleich noch so ein Video. Wie stumpf er da einfach liegt. Alles gut, alles gut. Er macht gerade nur einen Mittagsschlaf. Er ist ein professioneller Stuntman. Schlaf, Kindlein, schlaf. Also ich weiß ja, dass es viele komische Hobbys auf dieser Welt gibt. So zum Beispiel dieses Hobbyhorsing. Ey, das ist echt hardcore peinlich, Mann. Aber es gibt auch komische Hobbys, die irgendwie echt cool sind. Was habe ich hier gerade gesehen? Der Typ hat wirklich eine Eintagsfliege trainiert, dass sie Sachen für ihn erledigt. Die Leute machen heutzutage wirklich alles, außer sich um ihr Leben zu kümmern. Oder such dir doch einen Job, eine Freundin, geh mit deinen Jungs raus oder so. Aber trainier doch nicht die Fliege in deinem Zimmer. Das bringt überhaupt nichts. Die ist morgen tot. Wie gottlos, Mann. Sie hatte einfach nur 24 Stunden Lebenszeit und davon musste sie 18 Stunden für diesen Typen ackern und ihn bespaßen. Das ist wirklich gottlos. Genauso wie der Typ in diesem Clip hier. Thank you.
Man kann sagen, was man will, ne? Aber der Typ hat Eier aus Stahl. Der sprayt einfach an das Polizeiamt. Und 10 Meter neben ihm ist sogar noch die Polizei. Und ich musste das hier leider ein bisschen verpixeln, denn er hatte ein altdeutsches gefährliches Zeichen, was so in der Zeit von 1940 bis 1950 sehr oft genutzt wurde, an die Wand gesprayt. Bruder, what the f***? Also davon distanziere ich mich natürlich. Ich benutze das hier nur für die Bildungszwecke. Nehmt euch kein Beispiel daran. Genau so endet ihr, wenn ihr nicht in der Schule aufpasst und anstatt zu lernen, lieber eine Fliege trainiert. Der Typ hat wirklich nur Angst vor Gott, ne? Den juckt ja wirklich gar nichts. Ich wünschte, ich hätte so viele Eier in meinem Leben wie er. Dreimal dürft ihr raten, was danach mit ihm passiert ist. Jupp, er ist in Hubs gelandet. Deutschland in 25 Sekunden erklärt. Hallo, hallo, chill doch mal. Du wurdest nur erschrocken. Die geht direkt mit Karate, Kick und MMA-Punches auf ihn. Was soll die Scheiße? Hat der Penner nichts Besseres zu tun, als willkürlich Leute zu erschrecken? Also wenn ich gerade so drüber nachdenke, mir fällt auf die Schnelle nichts Besseres und nichts Lustigeres ein als das. Das ist wirklich genial. Willkürlich Leute zu erschrecken? Erstmal ist es nicht lustig. Nicht lustig! Doch, ist schon lustig. Kein bisschen! Okay? Doch, doch, schon. Oh Mann, das ist wirklich Deutschland Classics. Ich hab's schon an den Rucksäcken erkannt. Das kann nicht gut enden, Mann. Der Typ wollte sich einfach nur einen Spaß machen und was hat er bekommen? Schläge und Tritte ins Gesicht, eine dicke, fette Ansage und wahrscheinlich im Nachhinein noch eine Anzeige. Und er wollte einfach nur ein TikTok machen und ein bisschen Leute bespaßen. Die hat das wirklich mitgenommen, ne? Die bekommt wirklich einen Anfall da. Die geht wirklich auf ihn los. Die hat Panikattacke bekommen. Macht euch bitte bereit für die Mutter aller Arschbohrer. Yo, der Typ ist kurz geflogen wegen Arschbohrer. Dieses Video bis hierhin beschreibt wirklich richtig nice unsere Gesellschaft. Einfach die Leute machen alles, außer sich auf ihr Leben zu konzentrieren. Was ist da passiert? Oder die geben sich einfach Arschbohrer und gehen wirklich in den Arsch rein, bis hoch in den Magen, Bro. Der Finger kommt fast aus dem Mund wieder raus. Puh, also in seiner Lage will ich echt nicht stecken, Mann. Das ist der Beweis dafür, leg dich niemals mit den Mitarbeitern in der Waschstraße an. Das kann nicht gut enden. Was hat er auch versucht? Sie macht doch einfach nur ihren Job, Mann. Wieso muss er sie mit dem Wasser als erstes abspritzen? Der im Auto hat einfach nur Instant-Karma-Schelle kassiert. Oder vielleicht hat er auch dieses Programm mit dazu gebucht, das nicht nur außen sauber gemacht wird, sondern auch innen. Also da drin ist auf jeden Fall sauber danach, das kann ich versprechen. Hier in diesem Video ist der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un zu einem Volleyballturnier der Nationalmannschaft gegangen und hat dort ein bisschen zugeguckt. Er wollte halt mal schauen, was denn so seine Leute machen im Sport. Und ich habe keine Ahnung wieso, aber irgendwie sieht das so aus wie ein Wii Sports Turnier. Wenn man einfach die Musik drunter legt... Das ist einfach eins zu eins das gleiche, wie als hätte ich es damals auf meiner Wii gespielt. Nur, dass meine Wii noch eine bessere Qualität hatte. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist 100% alles geschauspielert, um irgendwie das Image von Nordkorea aufzupimpen. Nie im Leben ist das eine echte Reaktion auf ein Volleyballturnier. Bro, Volleyball, voll der langweilige Sport. Und sorry jetzt an alle, die ich damit diskriminiere, weil ihr Volleyball spielt. Mayo Chicken Noodle Soup. Oh hey, das kenne ich ja noch gar nicht. Das hört sich neu an. Ich bin gespannt. Also, ich bin jetzt nicht so der begabte Koch, aber irgendwas sieht hier falsch aus. Ich kann bis jetzt noch nicht einschätzen, ob er der neue Gordon Ramsay ist oder ob er gerade komplett reinscht mit dem Essen. Okay, gut. Er ist komplett am reinscht. Hat sich geklärt. Was passiert hier gerade? Musik.
Und genau deswegen sollte man auch so etwas wie einen Kochschein einführen, dass man sich gar keine Kochsachen kaufen kann, bevor man nicht diesen Schein gemacht hat. Stell dir mal vor, dein Homie lädt dich so zum Essen ein und sagt, ey, 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 Bruder, komm vorbei, ich habe richtig geil Essen gekocht. Und dann kommst du vorbei und dann gibt es das. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Das ist absolut ekelhaft. Und wisst ihr, was genauso ekelhaft ist? Wenn man dieses Video bis hierhin geschaut hat und nicht auf den Daumen nach oben klickt. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert auch gerne diesen Channel hier. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.